Ja, hallo zusammen, hier ist wieder Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Ich begrüße euch alle recht herzlich zum heutigen Update unseres Screening-Dienstes Woche 2. Starten möchte ich erst einmal mit den großen Indizes. Also schauen wir uns an, was ist passiert. Der S&P 500 befindet sich immer noch in einem intakten Aufwärtstrend, hat allerdings deutlich, deutlich an Dynamik verloren. Und das ist auch etwas, was wir in den letzten Tagen schon gesehen haben. Der S&P ist zwar wieder auf der Long-Seite, aber bei weitem doch nicht so stark wie der Nasdaq-Index. Das heißt, man kann hier wirklich sehr gut sehen, dass es hier starke Unterschiede im amerikanischen Markt gibt. Dazu kommen natürlich auch viele politische Ereignisse, wie beispielsweise der aufflammende Handelskrieg zwischen den USA und China. Das haben wir gerade heute Morgen im deutschen Markt gesehen, aber dazu natürlich gleich noch mehr. Das heißt, wir sind hier erstmal noch intakt im amerikanischen Markt auf der Long-Seite, aber wir sehen hier doch, dass der Markt es nicht geschafft hat, sich hier über die 2790er-Punkte-Marke abzusetzen und läuft jetzt auf das Korrekturlevel 2740 zurück. Der Nasdaq ist hier, was das Ganze angeht, natürlich wesentlich stärker. Das liegt natürlich daran, dass wir hier einen intakten Aufwärtstrend im Prinzip seit Monaten schon haben hier auch neue Hochs markieren können. Natürlich ist auch der Nasdaq heute etwas schwächer im vorbörslichen Handel. Nichtsdestotrotz haben wir hier einen intakten Trend. Wichtig ist hier, dass die Unterstützungsmarke hier bei etwa 7100, 7070 hält. Das ist der Unterstützungsbereich. Solange wir hier drüber notieren, macht das auf jeden Fall Sinn, weiter Ausschau zu halten nach interessanten Einzeltiteln. Und da haben wir natürlich auch wieder einige im Screening-Dienst heute neu dazugelegt, aktualisiert das Ganze. Auch die bestehenden Titel haben sich natürlich wieder gut entwickelt, eigentlich viel, viel besser, als wir das Ganze erwartet haben. Naja, warum? Wir haben es ja in der letzten Woche schon gesagt, wir hatten schon in der ersten Woche mehr als 10% Performance machen können mit den einzelnen Titeln, mit dem Handel aus der Korrektur heraus. Wir haben auch viele Nachrichten von euch bekommen, viele Feedbacks. Einige haben wir davon ja auch in der Facebook-Gruppe schon online gestellt, wo auch ihr uns geschrieben habt, wie gut ihr die Performance habt schon erreichen können, wie viel gute Trades ihr absetzen konntet. Das freut uns natürlich, euer positives Feedback hier zum Screening-Dienst. Das heißt, Nasdaq bleibt hier weiter spannend. Ich schaue hier auch wieder im Laufe der Woche nach neuen Einstiegen. Mir kommt die Korrektur sogar entgegen. Das habe ich ja auch schon im Wochenausblick gestern und auch heute kurz angesprochen gehabt. Das gehört mit dazu, dass wir hier zurückkommen. Konnte man im Prinzip schon am Donnerstagabend und Freitag absehen anhand des Put-Call-Ratios, was wirklich sehr, sehr hoch gewesen ist. Deswegen kommt es nicht überraschend für mich, dieses Luftholen. Aber wie gesagt, es sind politische Börsen, die haben kurze Beine. Meistens sehen wir tatsächlich danach ja wieder im Prinzip einen neuen und starken Anstieg. Kommen wir noch zum deutschen Markt. Hier sind wir im Prinzip gescheitert an der 13.200er-Punkte-Marke. Das ist leider Gottes so, dass wir uns nicht die positiven Vorgaben aus den USA mitnehmen konnten, wie wir die im Nasdaq sehen. Das liegt aber, wie gesagt, zum großen Teil eben an diesen politischen Dingen. Zum einen der Handelsstreit, über den wir gerade gesprochen haben, zum anderen aber natürlich auch an den innenpolitischen Querelen, die wir haben. Ich sage nur Stichwort Flüchtlingspolitik. Das hat dazu geführt, dass wir auch hier zum Ende der Woche schon sehr viel Schwäche gesehen haben, dann auch am gestrigen Tag und heute dann das Gap. Im Wochenausblick gestern habe ich ja schon gesagt, wenn wir uns hier oben nicht halten können, hier wieder abtauchen, dann ist natürlich die Gefahr, dass wir weiter abrutschen, herunter bis an die 12.300 sehr hoch. Warum? Wir haben hier ein Doppelhoch gesehen. Wir sind hier am 200er EMA, wo wir auch sehen, das Ganze stabilisiert sich hier, aber wir haben hier wirklich keine richtige Dynamik im Markt.
Heißt für mich, ich möchte hier eigentlich keine neuen Positionen eingehen. Wir haben auch im Screening-Dienst keine deutschen Positionen hier aufgebaut. Natürlich gibt es die ein oder andere Story, die man handeln kann, was das Thema News Trading angeht. Da ist natürlich immer, dass die News höher gewichtet wird als das gesamte Marktumfeld. Aber wenn wir darauf schauen, auf Sicht von 3 Tage, 5 Tage oder länger, was wir ja beim Screening-Dienst machen, beim Handel, Tag, Stunde, dass wir möglichst hier einen Trend haben, der mehrere Tage anhält, dass wir sowohl im Stundenchart als natürlich auch intraday gute Positionen und handeln können. Da ist es halt wichtig, wirklich darauf zu achten, wie ist das übergeordnete Bild. Kurz zusammengefasst für alle die jetzt neu mit dazugekommen sind, der Nasdaq-Index ist mit Abstand derzeit der stärkste Markt und nicht nur jetzt und heute, sondern schon in den ganzen vergangenen Wochen auch. Grund eben, warum ich in erster Linie eben hauptsächlich Werte aus dem US-Markt handle und hier dann wiederum in erster Linie Nasdaq-Werte. Dann schauen wir natürlich im Screening-Dienst dann natürlich danach, welche Branchen werden derzeit gespielt, also was sind die starken Branchen und welche, das ist das Besondere ja auch, zu schauen, welche Branchen drücken von hinten nach vorne. Das heißt, die sind vielleicht noch gar nicht auf Platz 1, 2 oder 3, aber kommen mit Schwung von hinten nach vorne. Und hier wollen wir natürlich auch den Fuß in die Tür bekommen, um dann entsprechende Trades aufmachen zu können. Das heißt, wir haben im Portfolio im Prinzip nur Titel derzeit aus dem Nasdaq-Index und ich möchte hier jetzt erst einmal zeigen, die Titel, die geschlossen wurden. Das heißt, es sind Trades, die einfach ausgestoppt wurden. Dafür gehen wir hier in den Agena Trader ins nächste Bild. Und da sehen wir hier beispielsweise Automatic Data. Haben wir beim letzten Mal letzte Woche vorgestellt, dass wir hier in den Trade hineingekommen sind mit dem Ausbruch hier. Und dann haben wir hier eine sehr starke Aufwärtsbewegung gesehen, haben hier ein neues Hoch gehabt. Wir konnten also die Stops hier sehr bequem nachziehen. Ja, und dann kam die Korrektur und dann wurden wir halt aus diesem Trade herausgeholt. Übergeblieben ist aber noch ein schöner Gewinn. Und das ist ja das, was am Ende des Tages auch das Wichtige ist, dass wenn wir einen Trade eingehen, dass wir dann natürlich auch am Ende einen Gewinn haben, im Idealfall wesentlich größer als unser Risiko. Zu den Ergebnissen komme ich dann gleich noch. Einen weiteren Trade, den wir eingegangen sind, ist die Adobe-Aktie. Auch hier beim letzten Mal schon vorgestellt, haben wir den Einstieg relativ schnell bekommen. Man sieht hier auch sehr schön, wie die Aktie nach oben gelaufen ist. Also von daher war hier eigentlich alles wunderbar. Wir wollten es genau so haben. Und was wir dann gesehen haben, ist am Ende etwas, was natürlich die meisten Trader kennen. Und deswegen habe ich das auch hier, die Aktie, gerne mit auf die Liste gepackt, um sie euch vorzustellen. Es gab ein Gap. So, und damit haben wir natürlich als Trader alle zu kämpfen und das hat dazu geführt, wir waren eigentlich schon sehr schön weit im Plus mit der Aktie, dann macht die Aktie aber doch tiefer auf als unser Einstiegskurs und somit sind wir rausgeflogen aus diesem Trade. Und das ist aus meiner Sicht eben auch etwas, worüber wir uns gar nicht aufregen sollten. Das gehört zum Trading dazu, das kommt nicht jeden Tag vor, aber es kann passieren, dass wir mal alle 14 Tage mal mit solchen Gaps konfrontiert sind und damit müssen wir einfach leben. Und am Ende des Tages ist hier auch gar nicht viel passiert in der Adobe-Aktie. Der Verlust, den wir hier eingefahren haben, ist nicht mal ein R gewesen. Das heißt, wir kalkulieren die Trades ja mit 100 Euro Risiko beziehungsweise 100 Dollar Risiko und hier ist ein Verlust von 70 Dollar angefallen. Also von daher können wir mit dem Ergebnis hier auf jeden Fall noch leben. Kommen wir zu einer Aktie, die recht gut gelaufen ist, Electronic Arts. Auch die hatte ich in der letzten Woche schon vorgestellt. Die hat sich sehr, sehr gut entwickelt, ist dann allerdings auch dann natürlich im Zuge der Korrektur dann ausgestoppt worden, als wir unter die Tiefs geflogen sind. Das ist aber genau ja das, was wir im Handel möchten. Wir möchten natürlich immer sehen, dass wir so weit wie es geht mit diesen Titeln kommen und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut bei gutem Screening, dass wir wirklich immer wieder sehen, die Werte, die wir haben, entwickeln sich wirklich fantastisch. Wenn wir ein gutes Screening machen, das
kostet ein bisschen Zeit, ganz klar. Gute Vorarbeit ist alles, dann einen guten Handelsplan zu haben und diesen dann konsequent umsetzen und die Gewinne natürlich so weit laufen lassen, wie es geht. Es sei denn, es gibt von außen irgendwelche Gründe, warum man hier Positionen enger absichern sollte. Das kann sowas sein wie am Donnerstag, Freitag, wenn das Put-Call-Ratio sich plötzlich komplett ändert oder andere Dinge. Aber grundsätzlich versuchen wir natürlich, möglichst den Trade weit laufen zu lassen. Fazit bis hierhin. Nasdaq-Titel waren in den vergangenen Tagen die Aktien der ersten Wahl. Hier in erster Linie natürlich der Technologiesektor, den wir jetzt auch lange gespielt haben. Aber es kommen jetzt auch andere Branchen mit dazu. Wolfgang schreibt schon gerade, Netflix war gut. Genauso war es, Wolfgang. Da kommen wir auch gleich noch drauf, weil die Aktie haben wir auch noch im Portfolio. Hier auch nochmal ein Wert, wo wir mit Minus ausgestoppt wurden, und zwar Intuit. Auch hier schön zu sehen. Wir sind hier reingekommen in den Trade. Es hat sich auch ein Trend entwickelt. Wir haben versucht, aus der Korrektur vor dem P2 hineinzukommen. Aber es hat sich hier ein sogenanntes Mehrfach hochgebildet im Stundenchart. Sehr schön zu erkennen, dieses Vierfach hoch. Und da kannte die Aktie dann keine andere Möglichkeit, als wenn es nicht nach oben geht, dann eben entsprechend nach unten. Und dann sind wir hier ausgestoppt worden mit einem Verlust von $8,75. Auch hier sehen wir, der Verlust ist wesentlich kleiner als unser Risiko von 100. Von daher ist das Ganze kein Problem für uns. Stellvertretend für die vielen Titel, die wir noch derzeit auf unserer Liste haben, wo wir derzeit noch drin sind, wo wir aus den Korrekturen Einstiege gemacht haben, ist natürlich die Aktie von Netflix. Letzte Woche hier vorgestellt, weil wir in den Trade hineingekommen sind und die Aktie läuft wirklich sehr, sehr gut. Und auch hier sind wir noch drinne in der Position. Das ist ja auch das, was Wolfgang vorhin schon geschrieben hat. Netflix ist natürlich der absolute Hammer. Und das gehört natürlich auch zum Trading dazu. Also klar, Verluste, wir sagen ja immer so 50% ist ungefähr die Chance, wenn man in so eine Aktie einsteigt. Wenn man gut screent, auch 60%. Aber natürlich haben wir auch Verlusttrades. Wichtig ist, dass die Verlusttrades am Ende kleiner sind als die Gewinntrades und das kann man halt dadurch bekommen, dass man eben einen guten Screening-Job macht. Das heißt, dass wir immer die Werte raussuchen aus den richtigen Branchen, aus den richtigen Aktien, dann entsprechend dann hier in diese Werte hineingehen. Kurz zusammengefasst, wir haben hier einiges an Trades gehabt. Nicht jeder Trade, den wir eingegangen sind, war ein Gewinntrade. Deswegen auch hier kurz das Journal dazu. Hier könnt ihr das Ganze dann auch sehen. Konto, Start 10.000, Umsetzung in Aktien, CFDs. Warum, hatten wir beim letzten Mal schon besprochen. Risiko 1%. Das kann man niedriger, das kann man auch höher gestalten. Das ist ja für jeden sehr individuell, wie er hier vorangehen möchte. Aber wir machen hier einfach immer, gerade bei der Kontogröße, 1%. Wir sehen, dass wir bei einigen Aktien noch keinen Trend hatten, der sich entwickelt hat. Wir sehen hier am Ende, dass wir hier zwei Positionen im Verlust schließen mussten, wo wir ausgestoppt wurden. Die haben wir uns gerade angeschaut. Wir haben auch schon zwei Positionen im Gewinn geschlossen. Einmal mit $182,50 und einmal mit $514. So, was haben wir dann momentan aufgelaufen? Und davon sind wir selber wirklich vollkommen begeistert, haben wir auch nicht mit gerechnet. Wir haben beim letzten Mal schon geschrieben, nachdem wir 10% im Plus waren, wir wollen keine Luftschlösser bauen und das müssen wir einfach wiederholen. Das wollen wir auch weiterhin nicht, weil wir gehen nicht davon aus, dass das so bleibt. Kann auch gar nicht, weil wir einfach jetzt vielleicht in eine Korrektur laufen. Das kann sein, dass wir jetzt 3, 4, 5 Tage keine steigenden Kurse sehen. Das bedeutet nicht, dass nicht alle Werte dann ins Minus laufen. Es kann sein, dass auch andere Werte wieder steigen. Aber es ist dann schwieriger für den Neueinstieg. Aber das spielt auch keine Rolle, weil der Gesamtgewinn hier zwischenzeitlich bei $2,500 liegt, was dann eine Performance von 25% ausmacht. So, wie gesagt, in 2 Wochen wahnsinniges Ergebnis, hätten wir selbst nicht mit gerechnet. Gehen wir auch nicht von aus, dass es auch nur annähernd so bleibt. Wichtig ist ja nur, dass wir kontinuierlich hier Monat für Monat unsere Gewinne machen können, dass wir viele gute Titel rausfinden können mit dem System, wie wir das in den ganzen letzten Jahren immer wieder gemacht haben. Erst die richtigen Indizes, dann die richtigen Branchen und von dort aus dann in die spannenden Einzeltitel mit den entsprechenden Stories.
Ja, das war's von mir für heute. Das nächste Live-Facebook wird es dann wieder geben Anfang Juli. Ich bin in den nächsten Tagen in Prag beruflich. Deswegen wird es nächste Woche kein Update geben, aber dann wieder Anfang Juli. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Handelswoche. Passt auf eure Positionen auf. Und für alle die, die den Screening-Dienst noch nicht genutzt haben, haben natürlich die Möglichkeit, das Ganze zu machen. Und zwar, indem ihr einfach unten drunter unter dem Video auf den Link klickt. Dort habt ihr die Möglichkeit, unseren Screening-Dienst kostenlos 4 Wochen beziehungsweise für 1 Euro zu testen. Also nicht kostenlos, sondern für 1 Euro mit Zufriedenheitsgarantie. Nutzt einfach den Link unterhalb des Videos, schaut euch das Ganze an und testet uns auf Herz und Nieren, ob der Screening-Dienst das ist, was ihr euch erwartet, ob ihr auch solche Performances haben möchtet. Wenn ihr selber sagt, boah, meine Performance ist vielleicht nicht so gut, nicht so stark, der Screening-Dienst könnte mir helfen, könnte mir viel Zeit ersparen, dann ist es wahrscheinlich genau das Richtige, wenn du sagst, ah, ich screene gerne und mir macht das nichts aus, 5 oder 10 Stunden mit Screening zu verbringen. Alles in Ordnung, aber wer sagt, Mensch, ich möchte die Zeit sparen und ich finde vielleicht doch nicht immer genau die richtigen Titel, dann probiert einfach unseren Screening-Dienst einmal aus. Ich wünsche euch alles Gute, tollen Nachmittag, super Woche und gute Trades. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.